Wir gestalten heute eine Yu-Gi-Oh! Karte. Komplett custom, eigenkreiert und mit einem Thema, was ihr sicherlich alle kennt, weil es schon im Thumbnail. Es geht einmal um Hogwarts Legacy. Spezifisch gesagt um einen Charakter, der darin nicht auftaucht, aber weil das Spiel gerade so populär ist und gerade neu ist, logischerweise, sprechen wir darüber. Und zwar Harry Potter. Wie würde das aussehen, wenn wir Harry Potter als Artwork für eine Yu-Gi-Oh! Karte haben und wir einfach eine Karte designen würden dafür? Natürlich könnte ich jetzt in Photoshop ein Kartendesign erstellen und sagen, okay, dieses möchten wir haben, das ist ganz cool. Aber ich habe mir gedacht, es wäre doch viel, viel interessanter, wenn wir einmal die technischen Möglichkeiten, die wir aktuell haben, nutzen, um eine Karte zu machen und mal zu gucken, wie nah kommen wir daran ran, wenn wir künstliche Intelligenz drauf loslassen, eine Karte zu designen, vom Bild her, vom Text her, und klatschen die einfach mal ins Spiel rein, womit ihr ein bisschen Spaß haben könnt. Lasst uns loslegen. Harry Potter, AI, Karten generiert. Für euch. Was wir als erstes brauchen, ist natürlich ein Bild. Dadurch, dass ich keinen Bock habe, jetzt mich da schon hinzusetzen und ein Bild für Harry Potter zu machen als Yu-Gi-Oh!-Karte, habe ich mir gedacht, ich suche eine Seite, die das generieren kann. Die Seite, die ich gefunden habe, ist einmal die hier und das einmal Instant Art. Das ist ein AI-Generator, der euch Bilder geben kann. Wie genau das funktioniert, ich habe keinen Plan. Ich habe nur gehört, das basiert auf Stable Diffusion. Das ist wohl eine Database an verschiedenen Bildern. Kein Plan. Wie das funktioniert? Relativ simpel. Wir klicken hier auf Generate, dann sehen wir dieses tolle, wunderbare Design hier. Und jetzt können wir hier Bilder generieren. Es gibt hier verschiedene Dimensionen, die wir halt haben können und die wir machen können. Ein Yu-Gi-Oh! Artwork ist natürlich immer viereckig, deswegen brauchen wir ein viereckiges Bild. Dann gibt es hier verschiedene Modelle, die wir nutzen können. Ich habe damit schon ein bisschen rumgespielt, sonst wäre das Video ein bisschen zu lang. Ich weiß, dass Anything V3 eigentlich für uns das Beste ist. Um euch mal zu zeigen, wie genau das Konzept funktionieren soll, geben wir jetzt hier oben einfach mal ein Harry Potter. Und dann lassen wir den mal, sagen wir mal, drei Bilder generieren und mal gucken, wie er sich anstellt, wenn der Harry Potter generieren soll. Bis gleich. One eternity later. Wow. Also wenn das nicht aussieht wie Harry Potter, dann weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssen so ein bisschen was verändern, damit wir so ein bisschen näher an das rankommen, was wir eigentlich haben möchten. Ich glaube, der Artstyle ist gar nicht so verkehrt, aber obviously sieht er aus Harry Potter einen weiblichen Charakter, warum auch immer. Ich würde sagen, ich tweak das ein bisschen und wir gucken mal, wo wir dann noch bei rauskommen. So, ich habe jetzt hier einfach mal so ein bisschen was eingegeben, wie ihr seht hier. Attacking full body male magician like Harry Potter, short dark hair, black round metal glasses, small wand, lightning shaped scar on his forehead. Expelliarmus habe ich mal reingeschrieben, weil Harry Potter macht immer Expelliarmus. Action Pose, Green Eyes, Vintage, Smooth Skin, Symmetrical, Soft Lighting, Detailed Face, Concept Art, Digital Painting, 4K. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen was mehr bekommen, was in die Richtung geht, was wir für den Yu-Gi-Oh! Artwork brauchen. Dann klicken wir einmal auf Generate. Generieren wir einmal unsere Artworks für unser Harry Potter Bild. Ich habe jetzt mal zwei gemacht, weil ich habe gemerkt, dass drei extrem lange brauchen. Sehen wir uns gleich, wenn das fertig ist. 12 Seconds later. Das sieht doch schon ein bisschen mehr aus wie Harry, oder? Der hier, auch wenn natürlich nicht die runden Gläser hat, wie geplant. Aber der hier, der sieht doch ein bisschen aus wie Harry. Der Zauberstab ist zwar ein bisschen weird, aber ich glaube, damit können wir arbeiten. Ich glaube, wir geben dem noch eine runde Brille. Und ich glaube, dann passt das eigentlich ganz gut als Harry Potter Bild für ein Custom Artwork. Das ist halt, das generiert wurde, ist halt insane. Okay, dann laden wir das runter. So, haben wir runtergeladen. Zack. Wir gehen gleich in Photoshop und ändern das noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir gehen zuerst einmal und gucken uns einmal an, was das Ding für einen Effekt haben sollte. Name, Effekt, Stats. Das lassen wir alles entscheiden und zwar nicht von uns selber, sondern wir nehmen einmal ChatGPT. Für euch, die das Ding nicht kennen, das ist euer digitaler Freund. Den könnt ihr alles fragen, was ihr wollt. Und er gibt euch in der Regel eine Antwort, die nicht unbedingt immer ganz sinnvoll ist, aber die immer spannend ist. Okay, dann machen wir das mal so. Wir fragen ihn einfach mal, ob er uns einen Namen, einen Text jetzt, Dev geben kann für eine Harry Potter Fantasy Karte. Imagine a name, ganz wichtig. Attack, Defense, Attribute and Level for a custom Harry Potter Yu-Gi-Oh! Card. Gucken wir mal, was er uns da rausknallt. Also Name Harry Potter, The Chosen One. Attribute Light, Level 7. Attack and Defense 2.5 2.000. Okay, das ist schon mal ziemlich cool.
Dann würde ich sagen, bevor wir auf den Effekt eingehen, gehen wir mal ganz kurz in Photoshop rüber und ändern einmal ganz kurz Harrys Bild ein bisschen, damit er so ein bisschen mehr wie Harry Potter aussieht. So, ich bin in meiner wunderbaren Welt von Photoshop. Ich möchte quasi gucken, dass wir das hier ändern, die Fratze hier. Denn das sieht nicht mehr so aus wie Harry, die hat auch keine grünen Augen, was auch sehr weird ist. Die Hände sind ein bisschen weird, aber das ist erstmal für das Bild vollkommen in Ordnung. Wir möchten jetzt auch nicht zu viel Effort da reinsetzen, weil das soll ja eigentlich ein AI-Generated-Bild sein. Und ich möchte, dass der runde Gläser hat. So, ich habe einmal diesen Harry Potter hier gefunden. Und da klauen wir uns einmal jetzt die Brille raus. Nehmen wir die Brille weg. Und dann schneiden wir mal aus, ne? Ah, das funktioniert ja wunderbar. Nehmen wir einfach so ein bisschen hier drumherum malen. Weil wir möchten ja eigentlich nur den Rahmen haben. Für schön diese runde, wunderbare Brille haben. Das sieht einigermaßen fein aus. Eine Brille von Harry, oder? Und auch so ein bisschen von dem extra Fluff hier weg. Haben wir wirklich so eine schwarze Harry Potter Brille. Easy. Sieht auch fast so aus, als wäre das ein normaler Mensch. Machen wir das einmal so. Und das ist jetzt der Trick, wie man quasi schön so Gläser macht. Macht hier einmal schön weiß rein. Und dann macht ihr dann einfach Reflektionen rein. So, und schon hat er eine Brille in schwarz und rund. Dann müssen wir noch einmal die Augen fixen, weil die sind ja eigentlich grün. Wir klatschen noch einmal einen Kamera-Raw-Filter oben drauf. Einfach nur, weil wir es können. Krass, machen wir auch ein bisschen höher, weil es ein Yu-Gi-Oh! Artwork. Wir machen das so ganz subtil. Das ist unser Harry Potter. Und mit dem Artwork gehen wir jetzt quasi auch weiter. So, jetzt haben wir ein Bild. Attribut. Den Namen, Level, ATK und Dev. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Seite, wo wir das erstellen können. Ich mache das jetzt ganz einfach. Anstatt bei Photoshop machen wir das einfach über Dueling Book. Für alle, die es nicht wissen, Dueling Book ist eine Seite, da könnt ihr auch Custom Cards erstellen. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen einmal hier auf Custom Cards und erstellen einmal unsere Karte. Wir haben ja hier Harry Potter, The Chosen One. Geben wir hier einmal ein. Kartentyp. Ist ein Monster, obviously. Ist ein Effektmonster, weil das wird dann auch auf jeden Fall sein. Oh, stimmt. Imagine... Wenn jetzt nicht Spellcaster sagt, okay. Das andere hat mich jetzt auch krass gewundert, okay. Okay, Typ Spellcaster. Okay, alles andere wäre jetzt auch richtig krass gewesen. Attribut Licht, auch das macht witzigerweise irgendwie Sinn. Und 2000 Def. Wir machen gerade basically den schwarzen Magier nur mit Harry Potter. Irgendwie witzig. Falls ihr übrigens mehr solchen Content haben wollt, dann wäre jetzt der Punkt, das einmal zu liken, damit ich weiß, ihr mögt das auch, dann mache ich das nochmal. Also, wir nehmen jetzt einmal unser Bild, fügen den rein. Und jetzt haben wir einmal Harry Potter, The Chosen One. Da ist er einmal. Aber jetzt müssen wir noch einmal einen Effekt kreieren lassen von ChatGPT. Ich bin gespannt, was der Effekt sein will von Harry Potter. Effekt, when this card is normal summoned, you can add one prophecy spell card from your deck to your hand. Once per turn, during either player's turn, you can reveal one prophecy spell card in your hand, then target one card on the field, banish it. If this card is in your graveyard and you control a face-up prophecy card, you can banish two prophecy spell cards from your hand, then special summon this card. Es ist zwar kein guter Effekt und wir müssen Prophecy wahrscheinlich durch Spellbook ersetzen, denn ich glaube, es gibt keine Prophecy-Karten. Wisst ihr was, wären das einfach zu Spellbook, weil es passen würde, sonst ist der Effekt eigentlich genau der gleiche. Aber ich finde es faszinierend, ChatGPT einen Effekt schreiben kann, der in der Struktur genauso ist, wie das Konami machen würde. Das finde ich super spannend. Dann fügen wir den Effekt einmal ganz kurz ein hier, weil wir die Karte ja spielen machen wollen. Ändern wir das zu Summoned. Und da habt ihr sie. Harry Potter, The Chosen One. Unsere Karte, die wir jetzt hier generiert haben. Mit dem wunderbaren Effekt. When this card is summoned, you can add one spellbook spell card from your deck to your hand. Once per turn, quick effect, you can reveal one spellbook spell card in your hand. Then target one card on the field, banish it. If this card is in your graveyard and you control a face-up spellbook card, you can banish two spellbook cards from your hand, then special summon this card. Da habt das. Eine Karte durch AI generiert mit Bild, Text, Effekt, auch wenn wir so ein bisschen was rumgepimpert haben. Wenn ihr diese Karte spielen wollt, könnt ihr auf Dueling Book gehen und diese Karte spielen. Denn die Karte ist jetzt öffentlich für jeden. Das heißt, jeder kann jetzt Harry Potter The Chosen One spielen. Taggt mich, schreibt mich bei Discord an, wenn ihr spielt. Wenn ihr mehr solcher Affenvideos haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare und auch, welches Franchise wir uns das nächste Mal vornehmen sollen. Weil ich finde das Konzept mit AI Sachen zu generieren ziemlich cool. Das hat überraschenderweise ziemlich gut funktioniert. Vielleicht klappt das nächste Mal das ja sogar noch besser. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao. Leute.